Und meine Damen und Herren, morgen zusammen. GFG, die Abkürzung für das Gemeindefinanzierungsgesetz. Und das besprechen wir hier heute. Alle, die Politik machen, die wissen, was das ist. Und wenn wir uns dann in unseren Reden gegenseitig bewiesen haben, wie sehr wir bis ins letzte Detail zum GFG im Thema sind, versteht uns in aller Regel da draußen kein Mensch mehr. Ich mache das darum heute mal anders und erkläre das in meiner Rede so, dass auch mal außer uns Berufspolitikern jemand da draußen versteht, worum es hier eigentlich geht. Es gibt da also dieses Gesetz und das heißt abgekürzt GFG. Man kann sich das so vorstellen, dass die Landesanteile an den Gemeinschaftssteuern alle zusammen in einen großen Topf kommen. 2022 ist der Topf rund 58 Milliarden Euro schwer. Und in dem Gesetz GFG steht drin, dass 23% davon an die Kommunen in unserem Land überwiesen werden. Denn die haben wichtige Aufgaben und die kosten Geld. 2022 bekommen sie also rund 14 Milliarden Euro. Weil Corona bei den Kommunen ein Loch in die Kassen reißt, hätten die eigentlich weniger als 14 Milliarden bekommen. Darum haben CDU und FDP vorgeschlagen, knapp 550 Millionen Euro mehr da reinzupacken. 2021 haben CDU und FDP da wegen Corona schon mal knapp 950 Millionen Euro reingepackt. Und damit, dass sie das tun, machen CDU und FDP ganz viel Werbung. Was sie nicht sagen, in diesem Gesetz mit den drei Buchstaben GFG steht drin, dass die Kommunen die 550 Millionen Euro und die 950 Millionen Euro wieder an das Land zurückzahlen müssen. Das sind also gar keine richtigen Hilfen, sondern das sind Kredite. Dabei hat der Landtag für die ganzen Corona-Schäden einen Rettungsschirm beschlossen. Da sind viele Millionen Euro drin. Für den eigenen Landeshaushalt nehmen CDU und FDP da einfach Geld raus. Und dann sieht das so aus, als wäre der Haushalt ganz wunderbar in Ordnung. Das könnte man auch für die Kommunen so machen, denn die haben es ohnehin schwer genug. Das wollen CDU und FDP aber nicht und darum gibt es nur Kredite. Jetzt haben wir hier schon gelernt, wie trickreich CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen sind. Aber das geht noch weiter. Sie sagen nämlich, dass sie unsere Kommunen auch langfristig in Sachen Corona helfen. Und so haben sie einen Buchungstrick erfunden. Mit dem können die armen Kommunen, eine andere Wahl haben sie gar nicht, 50 Jahre lang so tun, als würde Corona gar kein Geld kosten. CDU und FDP überweisen dafür keinen Cent, aber sie tun trickreich so. Fast 1,8 Milliarden Euro sind so bis Ende 2020 einfach verschwunden. Bis Ende 2022 werden das knappe 6 Milliarden Euro sein. Die sind dann auch verschwunden. In der Wirtschaft hieße das Bilanzfälschung. Und die armen Kommunen bleiben auf den Schulden sitzen. CDU und FDP nennen das Covid-Isolierungsgesetz und machen damit vor Ort kräftig Werbung. In dem Gesetz mit den drei Buchstaben GFG ist übrigens auch geregelt, wie das Geld genau verteilt wird. Ganz viel Geld wird danach verteilt, wie groß die Bedürftigkeit einer Stadt oder Gemeinde ist. Vergleichsweise wenig wird unabhängig davon verteilt, wie arm oder reich eine Kommune ist. Weil es auch so etwas wie Grundausgaben gibt und die bestreitet zu Recht niemand, so war das System jedenfalls bislang immer. Das Prinzip dahinter nennt man Solidarität, aber das finden CDU und FDP nicht so gut. Und darum nehmen sie bedürftigen Kommunen Geld weg und verteilen es um an vergleichsweise weniger Bedürftige. Das sorgt für Streit innerhalb der Kommunen, aber das ist CDU und FDP egal. Vor Ort sagen sie dann, dass sie Städten und Gemeinden mehr Geld für Investitionen geben, dass sie das Geld vorher anderen Kommunen weggenommen haben, sagen sie aber nicht, denn sie sind trickreich. Und dann gibt es da noch so einen Verteilschlüssel, der hat was mit den Steuern in den Kommunen zu tun, damit keine Stadt, kein Stadt- oder Gemeinderat auf die schlechte Idee kommt, das so zu gestalten, dass die eigene Kommune mehr Geld bekommt, als ihr zustellt, hat man was erfunden, einen Schutz sozusagen, und den nennt man fiktive Hebesätze. Die sind eigentlich richtig gut, aber CDU und FDP gefallen die nicht und darum ändern die da jetzt was dran, und zwar so, dass eher kleinere Städte noch geschützt sind und profitieren und eher größere Städte nicht mehr geschützt sind und jetzt die Suppe auslöffeln müssen. Das finden CDU und FDP nicht so schlimm, weil da wird irgendwann ein Gericht drüber entscheiden, aber erst nach der Landtagswahl 2022 und dann haben die Menschen draußen das schon alles vergessen. Und vielleicht bekommt es ja wirklich vorher im Land niemand mit. Wer die Rede gehört hat, hat aber die Chance, es zumindest verstanden zu haben. Ja, meine Rede hier
Meine Rede zum GFG war jetzt keine, die Fachleute beeindrucken wird, aber meine Damen und Herren, das ist mir herzlich egal, denn das hier ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger, nicht der Fachleute. Jeder hat jetzt verstanden, was hier von FDP und CDU am GFG getrickst wird. Im Mai 2022 hat man die Möglichkeit, das alles wieder gerade zu rücken. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.